Nächste Messfunktion ist der sogenannte Ersatzableitstrom IEA. Einfach die Taste gedrückt und Sie haben schon gesehen, ich muss nicht jedes Mal auf Stopp drücken, ich kann auch einfach eine neue Messfunktion auswählen und habe sofort die Anzeige, was als nächstes zu tun ist. Auch hier wieder für Schutzklasse 1 und 2. Wenn ich das umschalte, wird sich auch wieder hier das Bild ändern und ich brauche eine weitere Sonde. Achtung, die wird jetzt an die untere, an die rote Buchse angeschlossen. Und dann mit dem entsprechenden Prüfling kontaktiert. Wir gehen wieder zurück auf Schutzklasse 1. Hier jetzt gelb unterlegt. Und da brauche ich keine Sonde, deswegen können wir die jetzt einfach an der Stelle stecken lassen. Und ich kriege hier einen Ersatzableitstrom von 0,02 mA angezeigt. Bis 3,5 mA darf er ja bei Schutzklasse 1 haben.